Früher war Feuer machen ohne Streichhölzer und Feuerzeug sehr aufwendig und anstrengend. Wir zeigen euch, wie dies viel einfacher geht ohne Feuerzeug und ohne Streichhölzer. Man braucht nur drei Dinge dazu, das ist ganz einfach. Einmal ein Kaugummipapier, Bonbonpapier oder etwas ähnliches. Es muss mit Alufolie beschichtet sein. Das ist das, was hier so glänzt. Dann braucht man eine Schere oder ein Messer oder etwas ähnliches. Das lässt sich auch immer auftreiben. Und eine Batterie. Eine Batterie hat man dann immer dabei, wenn man eine Taschenlampe oder so dabei hat. Also hat man auch meistens. Dann muss man das Kaugummipapier nehmen, beziehungsweise Bonbonpapier oder egal was. Muss es zu einer bestimmten Form zuschneiden. Also das ist so, das habe ich jetzt so geschnitten. Man hält die Alufolie dann an beide Seiten von der Batterie, einmal hier dran, einmal hier dran. Und dadurch, dass die so geschnitten ist, dadurch, dass an beiden Seiten von der Batterie Alufolie ist, dieselbe Alufolie, entsteht sozusagen Kurzschluss. Und hier in der Mitte, wo es am dünnsten ist, geht am meisten Energie durch und dadurch fängt es dort an zu brennen. Man kann ein Tempotaschentuch nehmen, das zerfusselt man dann am besten so